Liebe Freundinnen, Freunde, sehr verehrte Damen und Herren, wenn man sich an etwas gewöhnt hat, wenn es zur Selbstverständlichkeit wird, dann weiß man es nach einer Weile nicht mehr wirklich zu schätzen. Das große Ziel der Europäischen Union war und ist das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger. Es sind Demokratie, Gleichstellung, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Das große Ziel ist die Förderung des Friedens. Und die Vordenker hatten eine Vision des Europas nach zwei grausamen Weltkriegen, Vertreibung und Flucht. Ohne diesen unbändigen Willen und Mut hätten wir heute nicht den Frieden und die Stabilität in Europa. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wie cool ist das eigentlich? Reisen, wohin man will, ohne Grenzen. Der Binnenmarkt, wohnen, wo man will. Europa, welch kultureller Reichtum, Sprachen, Geschichten und Identitäten. Was für eine großartige, freie Welt. Was für eine geile Welt. Und Freunde, diese Welt gehört gefeiert. Sie gehört gefeiert. Eine große Party ist sie wert. Und es ist toll, und wir sollten dankbar sein, in dieser Welt leben zu dürfen. Liebe Freundinnen und Freunde, diese Welt gehört aber auch geschützt und sie gehört verteidigt. Und ich danke auch denen Freundinnen und Freunden der ALDE, der Liberalen und auch die, die nicht zu Europa geografisch gehören, zur Europäischen Union, dass sie heute hier sind an diesem so wichtigen Tag. Wir sind, Europa stand noch nie so unter Druck. Dieses Wirtschafts- und Friedensprojekt wurde noch nie so unter Druck gesetzt. Noch nie wurde es so angegriffen. Und daher, liebe Freundinnen und Freunde, ohne Sicherheit wird dieses Europa in Zukunft keinen Bestand haben. Und deswegen ist das Gebot der Stunde, nicht zu zaudern. Das Gebot der Stunde ist es nicht, Ausreden zu suchen, wenn etwas nicht geht. Das Gebot der Stunde heißt unüberhörbar und unübersehbare Entschlossenheit. Und ich danke. Und ich danke Kira, die gerade so eindrücklich von ihrem Moment, von ihrem Zuhause, von ihrer Heimat gesprochen hat. Wir erleben seit 704 Tagen diesen brutalen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir sehen das Leiden, Morden, Vergewaltigen, Verschleppen, Foltern der Menschen dort. Aber wir sehen eben auch diese Tapferkeit, die Freiheit zu verteidigen. Und meine Damen und Herren, die Ukraine, das hat Kira gerade gesagt, hat natürlich eine Chance, hat natürlich die Möglichkeit und die Kraft, diesen Angriff abzuwehren. Aber nur dann, wenn wir sie weiter unterstützen. Wirtschaftlich, humanitär, ja, auch mit Waffen und militärischem Material. Liebe Freunde, liebe Freundinnen und Freunde, as long as it takes, verkommt zur Floskel, wenn wir nachlassen. Es gibt nicht ein bisschen schwanger, es gibt nicht ein bisschen Hilfe, sondern nur konsequenter Beistand. Und ja, in der ganzen Europäischen Union. Das ist keine bilaterale Frage. Die EU stand wie eine Eins nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Es war übrigens der zweite Angriff. 2014 stand nämlich gar keiner da. Aber 2022 stand die EU wie eine Eins. Und es darf nicht sein, dass langsam aber sicher nachgelassen wird. Das, was Christian Lindner gerade sagte. Wir machen viel, wir tun, was wir können,
Aber wir müssen es europäisch tun mit allen 27 Nationen und auch anderen Staaten, die nicht Teil der EU sind, sind dran. Großbritannien, Australien, Neuseeland, Taiwan, Korea, Südkorea, alle sind dran, die Ukraine zu unterstützen, weil jeder weiß, um was es geht. Es geht letztlich um unsere Werte und unseren Frieden in Freiheit. Und an diejenigen gerichtet, die zu Recht auf Diplomatie hinweisen. Ich verpenne das auch nicht. Wir brauchen Diplomatie. Aber diese Diplomatie wird nur und ausschließlich aus der Stärke heraus erfolgreich sein. Unterwerfung ist kein Frieden. Und ja, verdammte Kiste, wir brauchen Stehvermögen. Übrigens auch im Hinblick auf unsere Freunde in Israel, die alles Recht haben, sich nach dem barbarischen Angriff des 7. Oktober zur Wehr zu setzen. Und liebe Freundinnen und Freunde, wer ausruft, "From the river to the sea, Palestine will be free." Das ist kein Song beim Eurovision Song Contest. Das ist ein Satz, der daraufhin gemünzt ist. Und es ist tragisch genug, dass es in diesem Land dieser ausgerufen wird. Denn er ist nur dazu da, um klarzumachen, dass Israel vernichtet werden soll. Und deswegen werden wir jetzt auch in diesem Moment uns damit beschäftigen, wie es weitergeht mit der UNRWA. Wir werden selbstverständlich für die Grundversorgung für die palästinensische Bevölkerung da sein, wenn es um Wasser und Lebensmittel geht. Aber es ist richtig und wichtig, dass jetzt gerade nachgeschaut wird, welche Mitarbeiter dieser Institution mit dabei waren, als dieser barbarische Angriff auf Israel stattgefunden hat. Es muss geklärt werden. Und da sind wir Deutsche nicht alleine, sondern wir sind alle zusammen die Geberländer derer, die viel Geld geben. Die humanitäre ist wichtig, humanitäre Hilfe ist wichtig, wird auch gerade Geld bereitgestellt für das Rote Kreuz und UNICEF. Aber das muss geklärt werden und in Zukunft muss die UN einen anderen Blick darauf haben, damit die Gelder da ankommen, wo sie auch gebraucht werden und nicht den Terror zu finanzieren. Und wir werfen auch den Blick auf Taiwan. Und wir gratulieren der Demokratischen Fortschrittspartei, die sich durchgesetzt hat mit über 40% trotz massiver, auch hybrider Angriffe und Beeinflussung. Wir gratulieren denen in Taiwan, die den Mut hatten, für Demokratie und Freiheit zu stimmen. Und was spielt sich gerade ab auf unseren Weltmeeren? Ich weiß, dass das Rote Meer für manchen mehr eine Destination zum Tauchurlaub in Ägypten ist. Die Realität ist aber, dass über 10% unseres Handels durch das Rote Meer läuft. Und meine Damen und Herren, wenn Houthi-Rebellen unsere Schiffe angreifen, nicht nur unsere, sondern die auch der europäischen Partner und darüber hinaus, meine Damen und Herren, das ist keine Gruppe von ein paar Versprengten, die auf dem Baum sitzen und mit Pfeil und Bogen schießen. Das ist eine Armee von 200.000 Männern, hochgerüstet vom Iran, inzwischen ihre Waffen selber bauend, Raketen, Marschflugkörper, Hubschrauber, Kampfschiffe. Und das Ziel ist es, diese freie Seefahrt zu attackieren. Und damit das klar ist, das hat auch was mit unserem Handel, mit freier Wirtschaft, mit freien Seewegen zu tun. Und es ist richtig, dass wir uns dagegen zur Wehr setzen. Es ist elementar. Und es ist auch deswegen elementar, weil ja andere schauen, wie resilient ist Europa eigentlich? Lassen wir uns das alles gefallen und kriegen direkt einen Schreck, wenn die Amerikaner und die Briten
mal ganz konkret Husi-Stellungen angreifen? Ich höre das ja schon. Wird da eskaliert? Meine Damen und Herren, es kann nur einer eskalieren. Und das ist der, der angreift und nicht der, der sich zur Wehr setzt. Und machen wir mal den Bogen zum der Straße von Taiwan. Da läuft die Hälfte des kompletten Handels durch diese Straße. Und da gibt es Bemerkungen seitens China, dieses Gewässer für sich zu reklamieren. Liebe Leute, ich sag euch was. Da gibt es keine frischen iPhones mehr. Da gibt es keine Komponenten mehr. Tesla hat bereits im Grunde genommen die Arbeit eingestellt, weil das, was in den Containern ist, gebraucht wird. Das wirkt unmittelbar auf uns und das Signal muss sein. Europa steht. Wir wollen Frieden, wir wollen aber auch unsere Freiheit erhalten, auch die Freiheit der Weltmeere. Meine Damen und Herren, und deswegen brauchen wir auch eine starke Bundeswehr, die bestmöglichst ausgestattet ist. Und deswegen bin ich nach wie vor unserem Finanzminister Christian Lindner dankbar, das 100-Milliarden-Paket geschnürt zu haben. Es ist richtig, es ist gut, es wird gut investiert und es ist die Bedingung dessen, dass wir auch im Rahmen der Europäischen Union, im Rahmen der NATO, unseren Beitrag leisten. Und an dieser Stelle danke ich allen Soldatinnen und Soldaten, die hier und fern der Heimat ihren Dienst tun und letztlich ihren Kopf hinhalten dafür, dass wir hier in Frieden und Freiheit leben können. Und an der Stelle sei auch gesagt, es ist mir unbegreiflich, dass angesichts der geopolitischen Herausforderungen die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 6 Jahre Verteidigungsministerin der Bundesrepublik Deutschland, also wir dürfen ihr unterstellen, dass sie mitbekommt, was passiert. 6 Jahre lang hat sie diesen Job gemacht. Sie sieht diese gefährlichen Szenarien weltweit. Und nichts davon ist auf dem Kommissionstisch gelandet. Aber das Klein-Klein, das landet dort. Und meine Damen und Herren, diese Regelungen, von denen ja alle sprechen, dieses kleinkarierte alles runterbrechen. Ja, wenn man sich nur in diesen Sphären bewegt, dann kann man den Blick verlieren auf das große Ganze. Und das muss sich ändern. Auch die Situation 3,5 Jahre Trump-freie Zeit. Wir wissen ja gar nicht, was in den Vereinigten Staaten passiert. Nur eins ist klar. Wir sollten mal vor unserer Tür fegen. Also wenn man keinen amerikanischen Pass hat, wählt man auch im November nicht. Aber dahin zu gucken und zu sagen, oh Gott, was passiert da, ist das eine. Aber vielleicht fangen wir mal an, uns diesen Herausforderungen zu stellen. Wir können doch nicht ernsthaft glauben, übrigens auch, was ich hoffe, Joe Biden diesen Wahlkampf gewinnt, dass die Amerikaner für uns die berühmten Kastanien aus dem Feuer holen. Die Probleme sind doch vor unserer Tür. Die Ukraine ist vor unserer Tür. Der Nahe Osten ist vor unserer Tür. All dieses ist vor unserer Tür. Die Probleme in Nordafrika sind vor unserer Tür. Und deswegen, verdammt noch mal, haben wir endlich unsere Rolle zu spielen weltweit. Und deswegen werden wir auf Dauer, wenn wir klug sind, an einer europäischen Armee nicht vorbeikommen. Wir werden uns völlig neu aufstellen müssen. Und liebe Freunde, das ist nicht profan. Das ist nicht profan, das wissen wir. Aber ich habe das schon mal in einem anderen Kontext gesagt und ich wiederhole es. In meinem Fahrtraining für das Motorrad, kann man übrigens auch beim Auto oder Fahrrad nutzen, auch bei E-Autos, sagte mir der Trainer, guckst du scheiße, fährst du scheiße. Und wenn wir da nicht hingucken, wo wir hinwollen, dann werden wir unser Ziel auch nicht erreichen.
Und mir ist das schon klar, warum Ursula von der Leyen das Thema nicht angefasst hat. Das ist, wenn man sich mit einer Taxonomieverordnung beschäftigt, wo es um nachhaltige grüne Wirtschaftstätigkeiten eines Unternehmens geht. Und da gehört aus Ihrer Sicht eine wirksame Armee natürlich nicht dazu. Ist ja auch kein schönes Thema, Krieg und Waffen. Es gibt objektiv deutlich schönere Themen. Aber dieser Industrie, diesem Thema, dem wir heute ausgesetzt sind, dass wir investieren, dass wir zusammen in Europa diesen Weg gehen müssen und nicht klein-klein, Christian Lindner hat es hervorgehoben, meine Damen und Herren, das ist Nachhaltigkeit. Denn wenn wir stark sind, werden wir nicht angegriffen. Das wussten schon die alten Römer oder es waren die Griechen oder wer auch immer. Wer stark ist, wird nicht angegriffen. Und deswegen muss man bereit sein, sich zu verteidigen, damit nie ein Angriff passiert und wir uns nie verteidigen müssen. Und ja, die innere Sicherheit beginnt übrigens auch im EU-Parlament selber. Es kann ja nicht sein, dass ein Regierungschef wie Viktor Orbán, das ist übrigens tragisch, weil Ungarn ein Land war, was den Mauerfall vorbereitet hat. Wir haben diesem Land unglaublich viel zu verdanken und es ist geradezu tragisch, was sich da gerade abspielt. Und es ist noch tragischer, wenn ein Land wie Ungarn sich mit der Rechtsstaatlichkeit, mit Menschenrechten und letztlich auch mit Pressefreiheit es nicht so besonders ernst nimmt. Auch das muss geklärt werden, meine Damen und Herren. Wer den Wert der Freiheit und Menschenrechte lebt, darf sich nicht an der Nase herumführen lassen. Und es gibt einen Artikel. Es gibt einen Artikel 7 des EU-Vertrags. Und da kann ein EU-Mitglied, wenn es diese Rechte, diese Pflichten nicht erfüllt oder geradezu schwerwiegend verletzt, kann man ihm das Stimmrecht entziehen. Das kann man machen. Und davor wurde sich von der Kommission gedrückt. Aber, meine Damen und Herren, dann muss man eben auch mal einen Paragraph ziehen, wenn es den gibt. Der steht nämlich da drin, weil man handlungsfähig bleiben muss. Und das wird auch von großer Relevanz sein, in der nächsten Legislaturperiode sich damit ernsthaft zu beschäftigen. Liebe Freunde, dieses Problem löst man mit Haltung. Und dass die Kommissionspräsidentin, Herrn Orbán, einen 10 Milliarden Blankoscheck ausgestellt hat, damit er sich mal kurz aufs WC oder auf das 0-0 verzieht. Übrigens, bei dem Thema Doppel-Null wird das Thema eine andere Sichtweise bekommen. Wenn das Resultat ist, dass wir Leute rausschicken, damit sie nicht abstimmen, ich meine, das kommt immer vor, auch auf Parteitagen, aber keiner von uns kriegt dafür 10 Milliarden Euro. Und zur inneren Sicherheit, liebe Freundinnen und Freunde, zur inneren Sicherheit gehört auch ein freier und nicht durch Richtlinien und Bürokratie behinderter Arbeitsmarkt. Frau von der Leyen organisiert dieses Europa in den Wahnsinn. Die Bürokratie arbeitet unter Frau von der Leyen so gewissenhaft, dass innovative Unternehmen bald stempeln gehen können. Und deswegen, ich wiederhole es wieder, weniger von der Leyen, mehr von der Freiheit. Das muss die Botschaft in den nächsten Monaten sein. Nur wenn Unternehmen Luft zum Atmen haben, werden sie wirtschaftlich erfolgreich sein. Das schafft Arbeitsplätze und sie übernehmen Verantwortung. Bürokratie in dieser Form raubt ihnen aber den Atem. Und wirtschaftliche Stabilität, liebe Freundinnen und Freunde, trägt zur inneren Sicherheit bei. Übrigens zählen dazu auch die Menschen, die aus anderen Ländern bei uns ihre Heimat gefunden haben und durch ihren Fleiß und ihren Wohlstand auch unseren Wohlstand gemehrt haben. Die, die in dieser Weise hier angekommen sind, sind willkommen und werden es immer sein. Aber
Aber all diejenigen, die hier sind und unsere Werte nicht respektieren, unsere Gesetze verhöhnen, dass wir nicht länger zuschauen, wie von innen heraus diese Gesellschaft kaputt gemacht wird. Meine Damen und Herren, in Europa hat jeder Mensch das Recht, seine Grundrechte einzuklagen. Aber keiner hat das Recht, unseren Rechtsstaat vorzufrühren, Freiheit zu nutzen, um sie zu missbrauchen und dem Rechtsstaat den Mittelfinger zu zeigen. Meine Damen und Herren, das muss aufhören. Toleranz den Intoleranz gegenüber ist das Ende einer freien Welt, das Ende eines freien Europas. Wir brauchen Innovation, wir brauchen Technologieoffenheit. Wir brauchen auch künstliche Intelligenz. Meine Damen und Herren, das ist nicht alles Teufelszeug, nur weil es neu ist. Ja, es braucht Regeln, aber es muss aufhören, alles Neue instinktiv zu beäugen und zu verbieten. Bevor die Chancen gesehen werden, wird sich in der Kommission erstmal in die Hose gemacht. Und das muss aufhören. Es muss diese chronische Regelungswut, dieses tägliche Ameisentätowieren, muss ein für alle Mal beendet werden. Denn das war nicht die Idee des offenen und innovativen Europas. Großdenken über Grenzen hinweg, dazu gehört übrigens auch die digitale Selbstbestimmung, dazu gehört auch der Schutz unseres Planeten. Das ist grenzenlos denken. Das ist die Seele Europas. Und lassen Sie mich zum Schluss sagen, wir erleben in ganz Europa ein erschreckendes Anwachsen des Nationalismus. Hören wir genau hin, wenn die Nationalisten in diesem Land ihre kruden, menschenverachtenden Ideen äußern. Wer von Remigration spricht, meint Deportation. Und es muss uns klar sein, und da sitzen wir übrigens alle in einem Boot, denn wenn man genau hinhört, wird da abgeledert über Menschen, die hier leben. Es wird aber auch abgeledert über Menschen mit einer politischen Meinung, über Menschen, die helfen, die sich sozial engagieren. Ich kann nur sagen, es ist wichtig, dass wir alle genau hinhören, zu glauben, man gehört zu einer Gruppe Mensch, die davon nicht betroffen ist. So nach dem Motto, ich bin Mitte 60, ich habe 3 Kinder geboren, ich habe weiße Haare, alles weiß, alles schön. Jeder von uns kann der Nächste sein. Und sei es nur, weil er älter ist, sei es nur, weil er eine neue Kniescheibe braucht und manche glauben, dass die Investition sei nicht mehr vonnöten. Jeder von uns kann die nächste Gruppe sein, die Opfer dieses Denkens wird. Übrigens auch alle Pressevertreterinnen und Pressevertreter. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich hoffe natürlich auf tolle Berichterstattung. Aber wenn wir diesen Nationalisten, wenn wir das zulassen, berichtet hier überhaupt keiner mehr, dann war es das Ende im Gelände. Und dann bekommen wir nur alles serviert. Die Proteste, die zurzeit in Deutschland sind, sind ein wirklich großartiges Zeichen. Ja, endlich raus aus dem Sessel, endlich die Puschen in die Ecke gestellt und los. Und da sind viele Leute dabei, die sind nicht auf die Welt gekommen und Mutter und Vater haben sie direkt zur Demo geschleppt. Es wird Zeit, dass die bürgerliche Mitte aufsteht. Und ich sage Ihnen auch, warum. Dieses krude Treffen in Potsdam, das wurde nicht von irgendwelchen Einäugigen organisiert, nicht von irgendwelchen Zyklopen. Das waren Männer, die mitten in der Gesellschaft stehen, konservativ. Aber dass das Nazis sind, dass das überhaupt möglich ist, das hat die Menschen erschreckt. Aber das reicht nicht. Es reicht nicht, zu demonstrieren. Es geht darum, wie wir uns positionieren in unserem Alltag. Und deswegen mein großer Wunsch an Sie. Wir hören, was die AfD sagt, faselt vom Austritt Deutschlands aus der EU. Wir hören auch, was Frau Wagenknecht sagt. Und wir sollten, ich sage es nochmal,
ganz genau hinhören. Da wird propagiert die Nähe zu Moskau. Das ist schon bemerkenswert. Aber meine Damen und Herren, was wirklich dramatisch ist, Sie kennen das, man sitzt nett mit Freunden zusammen, Arbeitskollegen. Ich meine, in dieser Partei wird ja auch noch neben Parteiarbeit normal gearbeitet. Arbeitskollegen, Freunde, Verwandte, hören Sie genau hin. Ich habe schon Abende erlebt, wo es mir die Sprache verschlagen hat. Und dann muss man aufstehen, wenn die Menschen homophob sind, antisemitisch. Wir alle müssen aufstehen, auch wenn die Party dann beendet ist. Ja, da verliert man vielleicht Freundschaften, aber es bilden sich auch neue. Aber jetzt sind wir gefragt. Jetzt müssen wir geraden Rücken machen und Sie werden erleben, keiner wird in Ihrer Gegenwart mehr diesbezüglich etwas machen. Unsere Aufgabe ist es, die, die aus Protest solche Parteien wählen wollen, um es uns mal allen so richtig zu zeigen, die müssen wir abholen. Aber die anderen, die nationalsozialistisch unterwegs sind, und da gibt es auch keine Beschönigung, das sind auch keine Neonazis, das sind Nazis. Meine Damen und Herren, wenn wir diesbezüglich nicht Stellung beziehen, dann passiert das, was in den Niederlanden passiert ist, und das ist dramatisch genug. Herr Wilders ist dort bekannt, der hat sein Programm abgespult. Und dann hat die bürgerliche Mitte ein kleines bisschen die Türe aufgemacht und hat ihm angeboten, also über das problematische Thema Migration müssen wir miteinander sprechen. Wer diese Brandmauer auch nur eine Rille öffnet, der wird sie kaputt machen. Wehret den Anfangen. Diese Mauer muss stehen. Liebe Freunde, liebe Parteifreundinnen, Parteifreunde, ich komme jetzt zum Schluss und möchte mich aber auch noch mal bedanken für das großartige Ergebnis. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass ich nicht 100% bekommen habe. Sie wissen, Menschen, die nach Europa gehen oder von Europa kommen, wir erinnern uns an einen Kollegen dort. Wer 100% der Stimmen bekommt, das ist der Anfang vom Ende. Ich möchte aber dabei sein, den Anfang vom Anfang zu machen. Ich freue mich auf die Kolleginnen und Kollegen, die, die schon im Parlament sind, die erfahren sind. Ich freue mich auf alle, die kandidieren, die den Mut haben zu sagen, ja, wir wollen Europa. Und deswegen ende ich jetzt meine Worte nach 13 Minuten und 18 Sekunden. Es gibt ein hohes Pathos, der Ode an die Freude, der Europahymne. Und dort wird besungen das klassische Ideal an Gesellschaft, gleichberechtigte Menschen, die durch das Band der Freude und Freundschaft verbunden sind. Sie endet mit den Worten, seid umschlungen Millionen. Okay, das mag jetzt vielleicht übertrieben sein. Wir werden immer Menschen begegnen, da haben wir keine Lust, sie zu umschlingen. Aber es steht uns als freie Demokraten gut zu Gesicht, damit anzufangen und uns der Bedeutung Europas immer wieder und erneut bewusst zu werden. Für uns, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder. Liebe Freunde, es gibt einen europäischen Traum. Es gibt ihn. Lasst uns dafür streiten. Lasst uns dafür kämpfen, damit wir uns nie vorwerfen lassen müssen, es sei nur ein kurzer Traum gewesen. Gehen wir hin, gehen wir auf die Straßen, gehen wir überall hin, sind wir mutig. Ich weiß, wir haben momentan eine Menge Gegenwind. Aber Sie wissen, Gegenwind formt den Charakter. Ich werde alles tun. Und deswegen nochmal von Herzen Dank für Ihr Vertrauen. Ich werde alles tun, was ich tun kann. Aber der Wahrheit geschuldet ist, ich brauche jeden Einzelnen von Ihnen. Jung, alt, Männer, Frauen, auch wenn Kinder dabei sind, von mir aus gerne. Ich brauche jeden von Ihnen.
Lassen Sie uns gemeinsam in diesen Wahlkampf gehen. Liebe Freunde, ich hatte ja noch einen Satz. Ich hatte noch einen Satz. Und dieser Satz lautet: Es lebe Europa. Applaus gab es, dass sie fast gar nicht ihren letzten Satz noch unterbringen konnte. Es lebe Europa. Sie selber hat ja gesagt, sie sei ein, und ich zitiere, totaler Europa-Freak. Sie möchte mit einem proeuropäischen Wahlkampf für die FDP Werbung machen und hat hier auch nochmal geworben um die Unterstützung hier der Delegierten in einer sehr von der Außenpolitik geprägten Rede. Das Friedensprojekt sei noch nie so unter Druck gesetzt worden, hat sie gesagt. Nun sei das Gebot der Stunde, seine nun unüberhörbare und unübersehbare Entschlossenheit. Und sie hat auch noch mal hier die Tapferkeit der Ukraine erwähnt, die Tapferkeit, die Freiheit zu verteidigen in diesem Krieg. Und gleichzeitig hat sie auch davor gewarnt, dass sich Europa zu sehr auf die USA verlässt. Europa müsse eigenständig sein mit der Verteidigung. Wir werden an einer europäischen Armee nicht vorbeikommen. Das hat sie schon häufiger gesagt, hier nochmal in aller Deutlichkeit. So steht es auch im Wahlprogramm, dass die FDP hier noch beschließen wird, Europa einfach machen. So heißt es, und dann ist das in 6 Kapiteln nochmal aufgeschlüsselt. Natürlich hat sie auch vor zu viel Regulierung gewarnt und aber auch vor der Diskriminierung. Sie hat hier das Treffen in Potsdam angesprochen. Das Recherchekollektiv Korrektiv hat ja über ein Treffen Rechtsradikaler im November in Potsdam berichtet, wo es auch darum gehen sollte, dass Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen sollen. Sie haben von Remigration gesprochen, auch unter Zwang sollen Menschen gezwungen werden, das Land zu verlassen.